Freunde, ich bin mir ziemlich sicher, heute werdet ihr das Gefühl haben, ich habe total den Verstand verloren. Und damit hallo zusammen zu einem neuen Video von Tastybits. Ich bin Yannick und ich zeige euch heute, wie ihr knusprige Pommes aus grünen Bohnen machen könnt. Ich weiß, dieses Rezept klingt wirklich verrückt, aber ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren, denn die grünen Bohnen werden im Ofen richtig schön knusprig gebacken. Das ist ein Rezept, was gerade so in der amerikanischen Foodblog-Szene sehr bekannt und beliebt ist und auch auf YouTube schon irgendwie gibt es das ein oder andere Video dazu. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wie ihr diese grünen Bohnenpommes ganz einfach selber machen könnt. Zuerst mal brauchen wir natürlich unsere grünen Bohnen. Ich hatte hier noch ein paar Reste übrig, das sind so 100 bis 150 Gramm gewesen. Das würde ich auch pro Person mindestens empfehlen, gerne lieber ein bisschen mehr. Die grünen Bohnen bereitest du jetzt vor, zunächst werden sie gewaschen und dann entfernst du die Enden mit dem Messer. Und jetzt wollen wir die grünen Bohnen panieren. Dazu nimmst du dir drei Teller. Auf den ersten Teller gibst du ungefähr 50 Gramm Mehl. In den zweiten Teller gibst du ein Ei zusammen mit ungefähr 2 Teelöffeln Milch. Und der dritte Teller ist für unser Paniermehl da. Ich habe hier ein selbstgemachtes Paniermehl. Das Rezept verlinke ich dir hier oben gerne mal, wie du Paniermehl selber machen kannst. Das ist ganz einfach. Zu diesem Paniermehl gebe ich außerdem noch 2 Esslöffel Olivenöl mit dazu und ein paar Gewürze in Form von Salz und Pfeffer. Du kannst dir aber auch andere Gewürze nehmen, beispielsweise Chiliflocken, geräuchertes Paprikapulver, Currypulver oder auch einen leckeren Barbecue-Rub, je nachdem, wo du Lust drauf hast. Um die grünen Bohnen zu panieren, dann nehme ich sie jetzt und wälze sie zuerst mal in dem Mehl. Überschüssiges Mehl solltest du gut abklopfen und dann werden sie in dem Ei gewälzt. Das Ei hat hier quasi die Rolle von so einem Kleber, das sorgt dafür, dass das Paniermehl gleich an den Bohnen haftet. Und das ist jetzt auch schon Phase, denn die in Ei gewälzten Bohnen, die gibst du jetzt in das Paniermehl. Drück die Panierung hier so ein bisschen fest, dass das Ganze irgendwie schön knusprig werden kann im Ofen und dass es auch gut dran haftet. Und dann kannst du deine panierten Bohnen auf ein Backblech mit Backpapier geben. So verfährst du jetzt, bis all die grünen Bohnen paniert sind und du kannst auch den Backofen schon mal auf 220 Grad Umluft vorheizen, denn im Ofen brauchen die Bohnen gar nicht lange. Ich denke mal so 12 bis 15 Minuten sind völlig ausreichend, damit sie durchgaren können und richtig knusprig werden können. Gib die Bohnen jetzt in den heißen Ofen und lass sie 12 bis 15 Minuten knusprig und goldbraun backen. Du musst sie übrigens nicht wenden, sondern kannst sie einfach so im Ofen lassen. Durch die Umluft werden sie auf jeden Fall knusprig. Natürlich dürfen auch leckere Dips zu diesen Green Bean Fries nicht fehlen. Ihr könnt da Mayonnaise nehmen, ihr könnt Ketchup nehmen, ihr könnt eine Barbecue-Soße nehmen. Wir machen hier aber heute ein anderes Rezept und zwar ein schnelles Ranch Dressing. Ranch Dressing hast du vielleicht schon mal gesehen oder schon mal gehört oder schon mal vielleicht auch aus so einer Fertigflasche gekauft. Das ist so ein klassisches amerikanisches cremiges Dressing auf einer Mayo-Ebene oder auf einer Mayo-Basis zusammen mit ein paar frischen Kräutern. Passt wunderbar dazu und ist auch richtig, richtig schnell gemacht. Für das Ranch Dressing gibst du in eine Schüssel 100 Gramm Mayonnaise, 100 Gramm Joghurt und außerdem 60 Milliliter Milch. Dazu kommt ein Spritzer Zitronensaft, ein bisschen Salz und Pfeffer, eine Handvoll frisch gehackte Petersilie oder Schnittlauch und außerdem ungefähr 1 Esslöffel fein gehackte Schalotten. Wer mag, kann gerne noch eine Knoblauchzehe mit dazu geben, das gibt so einen extra Taste, ich stehe da ziemlich drauf. Alles wird mit der Gabel einmal gut durchgerührt und dann ist das Ranch Dressing auch schon fertig. Du kannst es auch ideal vorbereiten und am nächsten Tag noch zum grünen Salat essen, so habe ich das gemacht. Wunderbar, richtig lecker dazu. Aber wir wollen das Ganze jetzt servieren mit unseren grünen Bohnenpommes, die im Ofen richtig schön goldbraun gebacken sind. Und das ist der perfekte Dip dazu. Wenn du magst, kannst du deine Green Bean Fries auch gerne noch würzen mit ein bisschen Chiliflocken, mit einem Spritzer frisch gepressten Zitronensaft. Und dann steht dem Genuss nichts mehr im Wege. Diese Green Bean Fries sind wirklich eine hervorragende Beilage. Sie passen wunderbar zu einem gegrillten T-Bone Steak oder auch zu leckeren Chicken Wings. Mein Chicken Wings Rezept habe ich hier für dich. Da erfährst du, wie du richtig, richtig knusprige Chicken Wings selber machen kannst. Das verlinke ich dir hier gerne mal. Ansonsten freue ich mich auf deinen Kommentar, wie es dir geschmeckt hat. Und vergiss nicht, den Kanal von Tastybits hier gleich zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich auf dich im nächsten Video und sag guten Hunger und bis bald. Mach's gut.